Moin und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Flughafen Feuerwehr, die Simulation. Ich muss jetzt hier einen todesmutigen Todessprung absolvieren. Hui, und ich hab's geschafft, weil ich durch den Türrahmen oben durchspringen kann. Nur so kann ich das nämlich schaffen. Okay. Ah, da steht ein versteckter Feuerlöscher. Hat er gedacht, er kann sich vor mir verstecken. Ja, genau, geil. Den alten Feuerlöscher schmeißen wir einfach runter. Wenn da unten noch einer rumläuft oder lebt, der wird dann davon erschlagen. Genau. Geil. Da müsste dann immer so ein Wilhelmschrei kommen. Ich glaube, das mache ich dann nachträglich noch. Da mache ich dann so ein Wilhelmschrei rein. Ah! Wenn irgendwo was runterfällt. Okay. Ja. Wie geil. Alles klar. Bam. Bam, bam, bam. So, das Ende der Halle. Mein Gott, wie groß ist denn diese Halle? Jetzt mal ehrlich. Ich meine, das ist Dr. Evils Gepäckabfertigungshalle oder was? Mein Gott. Okay. Ah ja. Ein todesmütiger Todessprung. Juhu! Ah, okay. Tonnen. Oh nein. Ich hasse dieses Geräusch. Ja, fallt runter. Genau. Mir aus den Augen. Hui! Ha. Hui! Boah, das war knapp. Da hätte ich mich fast ein bisschen verschätzt. Okay. Da oben ist bestimmt wieder eine Sackgasse. Ja. Ein Sack und eine Gasse. Okay, dann gehen wir hier weiter. Löschen, 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 löschen. Wir lassen uns einfach fallen. Einfach fallen lassen. Wieder immer. Irgendwo fällt immer irgendwie so ein Bierkasten runter. Irgendwo in der Distanz. Und zerdeppert in tausend Teile. Okay, Moment. Hier lang? Nee. Doch. Nee. Quatsch. Da hinten ist eine Sackgasse. Wie finden sich eigentlich die Angestellten, die hier arbeiten müssen, zurecht? Mal ganz ehrlich, also die Einweisung, die möchte ich mal erleben. So. Da ist wieder eine Sackgasse, da geht's nicht weiter, also müssen wir hier hoch. Im Zweifel nach oben, ne? Ja, im Zweifel nach oben. Mein Gott, und die kleinen Pakete, die DHL-Pakete, die blockieren einen natürlich den Weg. Natürlich. So. Hä? Ist jetzt nicht euer Ernst. Moment, komm. Nee. Moment. Dann machen wir das halt so. Alles klar. Problem gelöst, Problem beseitigt. Ah ja. Löschen, 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 naja, ich frag lieber nicht, wo das Brückenstück eigentlich draufgeknallt ist, wenn das Stück da drunter noch intakt ist. Egal. Egal. Ich sollte am besten so einen Tunnelblick für solche Details entwickeln, weil ich glaube, das wird nicht besser. Das wird, glaube ich, eher noch schlimmer. Okay. So. Löschen, 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 löschen. Wir löschen uns jetzt hier einfach stur durch. Ohne Rücksicht auf irgendwas, was links und rechts vom Weg passiert. Wie mein Psychologielehrer schon sagte, es gibt Dinge, die akzeptieren wir, die hinterfragen wir nicht. So, wann ist hier eigentlich endlich mal das Ende der Halle erreicht? Das ist ja Mike, hörst du mich? Ich komme hier nicht mehr weiter.
Unter mir ist alles verraucht. Ich kann absolut nichts erkennen. Okay, verstanden. Kannst du mir sagen, wo genau du stehst? Es sieht so aus, als wäre hier mal eine Treppe gewesen. Laut der Aufschrift auf dem Stahlträger neben mir bin ich auf Ebene 7 in Abschnitt 8. Ja, ich sehe es auf dem Grundriss. Bist du sicher, dass genau dort mal eine Treppe war? Ja, eindeutig. Das Geländer ist zum Teil noch da. Okay, bleib kurz dran. Wir müssen uns das hier genau ansehen. Okay, Moment. Die Logik, warum der Rauch unter ihm ist und nicht über ihm, die hinterfrage ich mal nicht. Vielleicht ist es der Flughafen in Berlin. Da wird nämlich der Rauch auch nach unten abgesaugt. Ah, das ist nämlich der BER. Das erklärt einiges. So, hier bin ich wieder. Bist du noch da? Ja, Mike. Wie komme ich jetzt weiter? Okay, hör zu. Etwa 4 Meter weiter vorne und gute 3 Meter unter dir gibt es eine größere Plattform. Kannst du die sehen? Negativ, Mike. Ich sehe nur dichten Rauch. Schau dich um. Findest du dort irgendwas, was du runterwerfen kannst? Wir müssen wissen, ob diese Plattform noch existiert. Warte, ich sehe mal, was ich finden kann. Genau, ich werfe einfach irgendwas runter. Geil. Okay, ich weiß jetzt, was das ist. Das ist der Flughafen BER, ja, der Berliner Flughafen, der gebaut, der gerade, den man versucht zu bauen. Das ist nämlich die Zukunft, dieses Spiel, ja. Und ja, das ist das, was im Flughafen BER quasi dann passiert, wenn es brennt. Der Rauch wird nach unten abgesaugt. Okay, egal. Wo hänge ich hier eigentlich gerade? Was soll ich jetzt machen? Ich soll was runterwerfen. Ja, hier. Okay, hier liegt einiger Schrott rum. John, schmeiß die Sachen nach vorne runter und versuche herauszufinden, ob die Plattform noch existiert und wo sie ist. Alles klar, Mike. Kann ich nicht einfach wie eine Fledermaus irgendwie runterrufen und das, die Reflexion des Schalls sagt mir, ob die Plattform noch da ist oder nicht? Okay, egal. Weil ich habe jetzt so gedacht, dass wir vielleicht eine logische Lösung für das Problem finden. Aber okay, wir nehmen irgendwas, was brennbar ist. Da ist schon so ein brennbares Symbol da drauf. Okay, das nehmen wir. Das ist bestimmt gut geeignet für so ein Experiment. Oh Mann, ist das eine geile Problemlösung. Oh Mann, ist das geil. Na gut, es ist besser, als einfach ins Blaue hineinzuspringen. Das ist schon wahr. Das ist richtig. So, dann bringen wir das Objekt der Begierde mal in Position und dann schmeißen wir das Ding runter, ne? Und wer das jetzt leicht unlogisch findet, ja. Was? Okay. Ich meine, wer ist er? He-Man? Er wirft irgendwie ein bisschen komisch. Nein, wir wollen was Brennbares nehmen. So, das hier. Lokalisiere die untere Plattform, indem du Objekte hinunterwirfst. Lernt man das eigentlich in der Feuerwehrausbildung? Wenn ich keine Objekte mehr habe zum Unterwerfen, dann... Da ist doch die Plattform, die ist doch da. Ich sehe doch da unten was. Jetzt hör doch mal auf hier. Wenn ich keine Objekte mehr habe zum Runterwerfen, dann werfe ich mich selbst runter, oder wie? Geil. Wie soll denn das funktionieren? Jetzt mal ehrlich, also... Wie? Wie zur Hölle? Okay, Mike. Die Plattform ist noch da. Ich sollte mit etwas Anlauf hinspringen können. Wir drücken dir die Daumen. Wollen wir hoffen, dass das gut geht. Dann mal los. Ja. Mit Anlauf oder was? Wie oft darf ich das jetzt versuchen, wenn ich daneben springe? Das wird lustig. Okay. Boah, das war aber auch überhaupt nicht knapp. Naja. Okay. So. Ein Mädelkit. Wie nice. Okay. Ich kann es nicht glauben, Mike. Ich hab's wirklich geschafft. Wir haben nie an dir gezweifelt. Ab jetzt sollte der Rest ein Spaziergang sein. Dein Wort in allen Ehren, aber ein Spaziergang war hier bislang gar nichts. Okay. Also... Es gibt ja viele Dinge, die fallen unter Suspension of Disbelief, aber... Naja. Naja. Wollen wir mal nicht päpstlicher sein als der Papst. So. Ach, meine Lieblingstonnen schon wieder. Meine tonnenden Tonnen. So, wo ist jetzt der Weg? Links? Nee, da... Nee, rechts ist nichts. Moment. So, wir gehen hier lang. Ist meine Lampe überhaupt an? Moment. Ja, meine Lampe ist an. Ach, das soll wahrscheinlich Rauch sein. Okay. Wir sind aber immer noch auf dem richtigen Weg, glaube ich. Es sieht auf jeden Fall gut aus. Löschen, 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 löschen. Ja, komm, den. John, bist du das? Ja, er ist es.
Er ist es, er ist es. Weg. Ach, und ihr hättet nicht mal irgendwie mir entgegenkommen können? Wie die imperialen Garden steht ihr da neben der Tür und guckt doof aus der Wäsche. Mann! Guten Tag. Chris, Alex. Ja, ich bin es. Schön euch zu sehen. Erkennt ihr mich wieder? Mein Gesicht ist entstellt. Zu sehen. Und ich erst. Das kann ich euch sagen. Mike, hörst du uns? Ja, ich höre euch. Wie ist die Lage? Wir haben ihn gefunden. Dem Himmel sei Dank. Und jetzt nichts wie raus mit euch. Wir sind schon unterwegs. John, hier, nimm die PA, die wirst du brauchen. Und dann nichts wie los. Danke, Chris. Auf geht's. Wie geil sie sich, als wenn sie sich schon lange nicht mehr gesehen haben. Ja? Ich bin es. Erkennt ihr mich wieder? Ich bin ja der einzige Idiot hier, der mit dem Feuerwehranzug rumläuft. Okay. Wir nehmen einen neuen Feuerlöscher. Ah! Was? Was ist denn jetzt los? Wann hat er denn seine Maske abgenommen, der Idiot? Okay, egal. Ich frag lieber nicht. Ich frag lieber gar nicht. Okay. Löschen. Ach, jetzt fangen wir an, Feuer zu löschen, oder was? Nicht, dass wir das schon mal früher getan haben könnten. Mann, seht ihr fertig aus. Okay. Egal. Ich lasse euch mal da... Ach so, okay, ihr kommt mir nach. Okay, ich darf natürlich vorgehen. Wenn irgendwas zusammenstürzt, bin ich derjenige, der runterfällt. Das Übliche. Ihr selbstsüchtigen Schweine. Ihr könnt demnächst auch mal vorgehen. Oh, aber ihr scheint tatsächlich mal was zu löschen. Nur, ihr seht nicht, dass hier in der Mitte auch noch was brennt und dass man da auch mal löschen könnte. Euch hat noch keiner gesagt, dass die Feuerlöscher nur eine begrenzte Kapazität haben, dass man da vielleicht ein bisschen sparsamer sein sollte. Gut, jetzt habe ich es euch gesagt und ihr habt aufgehört. Das ist natürlich interessant. Sie scheinen auf mich zu hören. Warum löschen wir jetzt eigentlich hier diese sinnlosen Lagerhallen? Also, ich meine, hier gibt es doch viel größere Brände, die da unter uns schwelen. Na, egal. Ich lösche einfach. Lalala, löschen. Irgendwo brennt hier doch noch was, in irgendeiner Ecke. Sonst würden die doch nicht weiter löschen. Ich lasse euch mal weiter spritzen. Und geh einfach schon mal weiter, ne? So. Boah, nee. Ah. Schnell weg. Die sind alle verrückt. Da ist eine Tür. Okay. Trümmerfeld, ein Jahr zuvor. Ein Jahr zuvor? Okay. Das hört sich gar nicht gut an. Nein, in der Tat nicht. Ist es da eine Sektflasche? Wenn es gut geht. Wir halten uns besser schon mal bereit. Seid doch mal ruhig. Tower an Zentrale. Tower, wir hören euch. Wir haben einen Drohnenabsturz einer Frachtmaschine im Anflug auf die Querwindbahn 624. Wir benötigen sofort alle Einsatzkräfte am Rollfeldende 06. Tower, haben verstanden. Einsatzbefehl geht sofort raus. Achtung! Einsatz für den gesamten Löschzug. Laufen. Alle Fahrzeuge aus zum Bereitstellungsraum 06. Wir haben einen Drohnenabsturz einer Frachtmaschine. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Begib dich schnellstmöglich zum Fahrzeug FLF8. Das wäre ehrlich gesagt am coolsten, wenn ich das... Ah, okay, FLF8. Das soll wahrscheinlich die 8 sein. Alles klar. So. Alles gut, ich habe nichts gesagt. Losfahren. Sind eigentlich schon alle an Bord? Ich fahre einfach los, obwohl ich gar nicht weiß, ob meine Crew an Bord ist. Ist auch geil. Abkürzen. Im Krieg, in der Liebe und im Löschen von Feuern ist alles erlaubt. Auch abkürzen. Hehe. Und es ist erlaubt, die Folge an der Stelle zu beenden. Bis zur nächsten Folge Flughafen Feuerwehr, die Simulation. Bis dann, ciao.